Hallo zusammen zu einer weiteren Folge aus der MyTeam-Karriere. Wir sind kurz nach dem Grand Prix von Miami. Es gab ja ein ganz, ganz großes Drama im Team und die Crew ist schon wieder dabei, hier das Auto wieder auf Vordermann zu bringen, denn wir haben einen Motor verloren. Wir haben einfach einen Verbrennungsmotor hier verloren. Es gab einen Motorplatzer, aber alle anderen Komponenten haben zum Glück nicht so arg gelitten davon. Das heißt, wir werden einfach für das nächste Rennen, jetzt Spanien, was jetzt ansteht, die Komponente einfach austauschen. Müssen wir wohl tun, sonst kommen wir hier nicht voran. Und wir haben hier bei den Aktivitäten kurz den Schwerpunkt nochmal auf Triebwerk gelegt und Strapazierfähigkeit. Ich habe keine Ahnung, warum das immer so ein großes Thema ist bei mir. Strapazierfähigkeit ist immer ganz, ganz wild. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Wir schauen, dass hoffentlich auch ein paar Upgrades ankommen. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben ein paar neue und zum Ereignis gehen wir gerade auch noch Triebwerksabteilung. Also Hülkenberg hat vorgeschlagen, dass wir in die Triebwerkabteilung investieren. Warum er das wohl tut, keine Ahnung. Aber wir stimmen ihm zu. Wir stimmen ihm zu. Wir haben aber kaum Geld. Minus 50k. Jawohl, Upgrades abgeschlossen. Seitenkastenprofil. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wir haben 3000 Punkte jetzt. Jetzt können wir endlich mal in die Aerodynamik reinballern. Jawohl, komm. Lass mal richtig loslegen. Jetzt Heckflügel, DRS. Alles rein da, rein da, rein da. Nicht genug Punkte. Okay. So, dann hoffen wir, dass es in Spanien besser wird. Und wir gehen rein ins Rennwochenende. Let's go. Da sind wir und das Training haben wir gerade schon abgeschlossen. Ihr seht schon, wir haben im Qualifying schönes Wetter und im Rennen wird es aber regnen. Es wird tatsächlich ein Regenrennen. Aber bevor wir gleich reingehen, wir werden nochmal rein investieren. Ich würde sagen, entweder Aerodynamik nochmal oder Chassis. Wir haben jetzt nochmal einige Punkte. Jetzt können wir das DRS machen. Jetzt haben wir genug Punkte, aber die Abteilung ist ausgelastet. Deswegen versuchen wir es mal mit dem Chassis. Vielleicht geht da noch was. Jawohl, hier Position des Tanks. Das machen wir. Und die restlichen Punkte sparen wir. Und dann gehen wir rein ins Qualifying. Aktuell Platz 9. Hülkenberg ist einfach aktuell Zweiter. Zweiter Platz. Das ist unnormal krank. Weiß nicht, was er aus dem Auto rausholt. Aber wir haben noch einen Schuss. Let's go. Jawohl, die wird nochmal schneller. Come on, die wird nochmal ein bisschen schneller. Qualifying ist beendet. Wir haben nochmal 3 Zehntel rausgeholt. Ah, es reicht auf jeden Fall für die Top 10. Also muss ich jetzt am Schluss echt nochmal ordentlich drauf drücken. Hülkenberg wieder mal besser im Qualifying, auch wenn es knapp war. Platz 9, das ist okay, das ist sehr gut. Da können wir in ein spannendes Rennen reingehen. Los geht's. Es geht rein. Es regnet noch nicht. Der Grand Prix von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Aber es wird regnen. Aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher komplett dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr. Also strategiemäßig wird uns hier der Soft empfohlen, dass wir mit Soft losfahren und dann den Hard nehmen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ob wir vielleicht einfach auf die gehen und dann wird es regnen und dann können wir rechtzeitig auf den Harten gehen. Das werden wir einfach mal versuchen und vielleicht ist das die Erfolgsstrategie. Die Ampeln sind an und wir gehen rein in ein womögliches Chaosrennen im Regen. Aber jetzt geht's erstmal los von Platz 9. Ocon hat einen richtig schlechten Start erwischt, aber auch auf den Medium-Reifen. Ocon auch für die Medium hat er sich entschieden und Bottas auch. Bottas, da können wir vielleicht an Bottas vorbei. Oh, zu dritt wird es wieder ein bisschen eng. Kleine Berührung mit Bottas. Oh, Hülkenberg auf der 6 jetzt. Einen guten Start erwischt. So, außen können wir da an Bottas vorbeigehen. Jawohl, sehr schön. Mega Start und Leclerc im Fight gegen Hülkenberg. Hamilton auf der 4, dann Perez. Bombenstart, Bombenstart, sehr gut. Schau mal, wie das Auto jetzt mithalten kann dieses Mal. Wir sind auf jeden Fall auf der Top-Strategie unterwegs. Also wenn wir jetzt hier nicht abfliegen mit den Medium-Reifen, wenn die ordentlich Grip haben, wenn wir da halbwegs mitkommen, dann sieht es da ganz gut aus. So, Bottas ist auf jeden Fall dran. Den lassen wir hier nicht vorbei. Mal schauen, ob wir mit den Softfahrern hier mithalten können. Wird wahrscheinlich eher schwer. Die ersten paar Runden. Aber wir bleiben jetzt schön an Hülkenberg dran. Vielleicht kriegen wir Runde 3 dann DRS. Müssen wir in der Sekunde erstmal drin bleiben. So. Jawohl, Schikane auch bekommen. Aber es ist schwer dran zu bleiben. Aber wir haben die erste Runde überlebt. Sehr gut. Wir sind in Runde 3 und wir können jetzt das DRS einsetzen gegen Hülkenberg. Sind nah genug dran.
Ah, wir haben kaum Grip hier. Ganz, ganz schwer rauszukommen. Oh nein, wir haben keinen DRS mehr. Keinen DRS mehr. Und es ist, glaube ich, habe gerade die ersten Regentropfen gesehen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht getäuscht habe, dann waren das Regentropfen. Oh, es fängt doch schon sehr, sehr früh an zu regnen. Wir haben echt wenig Grip jetzt mit den Medium-Reifen. Aber Bottas, der kommt da echt ganz gut zurecht. Doch, wir haben Regen. Es ist Regen angesagt jetzt. Ah, es war keine gute Strategie. Wenn der Regen jetzt schon kommt. Aber da verlieren wir direkt wieder den Anschluss. Wir müssen jetzt mal kurz nach dem Wetterbericht fragen. Es sind schon sehr große Regentropfen hier aktuell. Oh, wir rutschen richtig weit raus. Und Bottas kommt angeflogen. Bottas rechts. Oh, es ist schon recht nass. Es ist schon recht nass. Es wird nicht mehr lang gehen. Oh, Bottas können wir gerade noch mal so verteidigen. Wetterbericht. Wetterbericht, Mark. Oh. Jeff hat mich immer besser verstanden. I want Jeff back. Wetterbericht. 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 Jetzt hat er mich verstanden. Und so wie es aussieht, wird der Regen nicht viel stärker, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Wir gehen gleich rein in Runde 7 und Bottas hat uns jetzt. Bottas ist jetzt vorbei. Wir verlieren richtig viel Zeit. Bottas mit DRS jetzt vorbei. Da haben wir keine Chance. So, Bottas verteidigt nochmal. Gehen wir nochmal innen rein. Da geht Bottas nochmal nach links. Oh, wieder vorbei. Aber die stehen jetzt alle hier an. Die stehen hier alle Schlange. Okay, gap ahead is 3.8 seconds. Oh, kein Grip. Bottas wieder durch. Aber jetzt der S gegen Bottas. Boah, es rutscht so krank jetzt plötzlich. Wow. Mick ist da. Mick ist am Start. Mit den Softreifen, der da ein kleines bisschen mehr Grip hat. Aber jetzt wäre es natürlich gut, wenn es vielleicht auch komplett regnen würde. Dann können wir vielleicht einfach auf die Wett gehen und dann ist gut. Aber wenn es jetzt einfach so bleibt und wir auf den Trockenreifen bleiben können, dann haben wir auf jeden Fall die schlechtere Strategie erwischt. Bottas aber genauso. Also dann hätten wir auf jeden Fall die Softreifen nehmen müssen. Soft und dann hart einfach. Das wäre auf jeden Fall die schnellste Strategie dann gewesen. Aber jetzt haben wir DRS gegen Bottas. Gut raus aus der letzten Kurve. Come on. Boah, aber der kommt echt ordentlich weg. Wir haben 80% DRS. Da kommen wir nochmal ran. Die komplette Kampfgruppe hier hinter uns. Mick im Rückspiegel. Jetzt durch die schnelle rechts vielleicht. Ja, wobei, das ist schon tricky hier zu überholen. Bottas hat auch so seine Probleme. Aber Hülkenberg kommt gut zurecht. Nein. Nein. Oh, diese Kurve. Was, Mann. Unfassbar. Da habe ich jetzt irgendwie null mit gerechnet, dass die Kurve einen so aus dem Leben kickt. Also es kam so plötzlich, so unerwartet, so ohne, dass man irgendwas am Force Feedback gemerkt hätte. Einfach zack, Heck weg. Plötzlich, einfach so. Und die Ersten sind jetzt in der Box, die Softfahrer sind jetzt reingefahren und holen sich die Hardreifen auf jeden Fall. Auch Leclerc hat sich jetzt die Hardreifen geholt. Leclerc rechts, Leclerc überholen wir auf jeden Fall mal. Und jetzt wäre es natürlich nice, wenn der Regen doch noch stärker wird nachher, später aber. Die sollen sich jetzt erstmal alle ihre Hardreifen abholen, dass wir da irgendwie wieder rankommen ans Feld. Und dann gehen wir direkt auf die Inters. Und die Nächsten sind drin an der Box. Wir gewinnen nochmal ein paar Plätze. Hülkenberg war auch drin. Hülkenberg hat sich auch die Hardreifen geholt. Mal schauen, wie lange es geht, bis wir da ganz vorne stehen, wenn die jetzt alle in die Box kommen. Junge. Oh, Sainz ist jetzt an der Box. Sainz holt sich. Okay.
Und Hülkenberg ist jetzt auch drin. Marc hat gar nichts gesagt. Hülkenberg ist nochmal an der Box. Hülkenberg ist nochmal reingefahren und hat sich jetzt die Inters geholt. Aber warum hat Marc gar nichts gesagt? Das hätten wir jetzt in dem Fall selber rausfinden müssen. Und jetzt sagt Marc Bescheid. Jetzt sagt Marc, dass wir auf die Inters gehen. Latifi ist weitergefahren. Okay. Wir sind in der Box. Holen uns die Inters. Ganz, ganz viel Betrieb jetzt in der Box, aber es sind nicht alle reingefahren. Es sind noch nicht alle drin. Aber ganz schön viel Verkehr. Wir haben einen guten Boxenstopp. Oh, und da kommt Hülkenberg. Ah, da kommt Hülkenberg und Sainz. Oh, da ist Hülkenberg direkt im Rückspiel. Wir sind vor Hülkenberg gelandet. Das heißt, Hülkenberg war doch eine Runde zu früh drin. Eigentlich. Nice, nice, nice. Oh, Hülkenberg probiert es außen und Sainz kommt da angeschossen. War vielleicht doch nicht so schlecht. War doch nicht zu spät, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch deutlich mehr Grip. Das Auto fährt sich deutlich besser. Es ist manchmal gar nicht so leicht abzuschätzen. Manche Strecken sehen immer sehr nass aus und dabei kannst du sehr gut mit den Trockenreifen fahren. Aber jetzt ist auf jeden Fall Inters Time. So, jetzt kommt Hülkenberg nochmal ein bisschen weit raus. Ah, da war er zu langsam. Und Sainz kommt. Hülkenberg geht vorbei. Sainz lassen wir aber nicht durch. Internes Duell. Gehen wir nochmal vor. Hülkenberg immer noch rechts und wir haben Gelb. Hülkenberg immer noch rechts. Oh, kleine Berührung. Oh. Das war nicht gut. Kollege, das hat richtig viel Zeit gekostet. Das hat viel zu viel Zeit gekostet, wenn man einfach vorbeilassen sollen. Hä? Hülkenberg nochmal in der Box. Warum? Hat gerade einen Frontflügelschaden gehabt? Oder? Hä, was ist hier los? Latifi kommt vorne raus. Das war jetzt einfach dumm, da zu kämpfen. Also ich glaube, es waren jetzt alle drin. Es waren jetzt alle in der Box. Hülkenberg ist schon wieder an der Box. Hülkenberg schon wieder an der Box. Jetzt hört es wieder auf zu regnen. Also langsam blicke ich nicht mehr. Ricardo ist schon wieder auf den Hart. Das heißt, wir müssen jetzt die Runde nochmal in die Box kommen. Was ist denn los bei diesem Rennen? Ach komm, wir bleiben draußen. Komm, wir bleiben draußen. Es ist auf jeden Fall noch zu nass und Mick kommt da viel besser durch. Durch die Kurve. Ricardo, jetzt müssen wir ein bisschen beobachten, was Ricardo macht. Also Mick hat auf jeden Fall ordentlich Speed. Geht da einfach wieder vorbei, problemlos. Hat da richtig Grip, ey. Wir müssen jetzt hier gegen Mick Schumacher kämpfen. Auf Platz 16. Um 17. Platz aus. Aber es ist eigentlich immer noch zu nass, Leute. Es ist noch zu nass, um jetzt schon reinzugehen. Was ist denn los? Hä? Hülkenberg schon wieder an der Box. Also hat er sich doch wieder umentschieden. Er war schon fünfmal an der Box oder so. Oh, Medium. Ricardo zieht jetzt die Medium auf. Hä? Hä? Okay, der S ist jetzt deaktiviert. Also das ist das Zeichen, dass wir auf jeden Fall auf den richtigen Reifen unterwegs sind. Also keine Ahnung, was jetzt Hülkenberg da ausprobiert hat. Oder die beiden McLaren. Da ist schon wieder ein McLaren an der Box. Ist das Norris? Nee, es war Ricardo wieder. Es ist zu viel Spray auf jeden Fall, für irgendwie an Trockenreifen zu denken. Also es ist wieder zu viel Spray, obwohl es nicht regnet. Und Norris kommt dann nicht ran. Auf der Gra...
Hä? Also es ist gar nicht Norris. Das ist gar nicht Norris. Hä? Und er stellt jetzt das Auto ab. Ricardo war das. Das war Ricardo. Ricardo war direkt hinter uns, aber Norris ist eigentlich 20 Sekunden weg. Habe ich jetzt erst gecheckt gerade. Und da ist immer noch gelb. Perez ist aus der Session ausgeschieden. Okay. Also ich weiß gerade echt nicht, was hier abgeht, aber jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal an Perez vorbei, der hier parkt. So, dann haben wir jetzt Platz 16. Was auch immer da hinter uns gerade los war, mit den Boxenstops und so weiter, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Rennen und gucken, dass wir irgendwie wieder den Anschluss finden. Also Ricardo ist viel, viel schneller. Auch wenn er überrundet ist. Geht er vorbei. So, und lässt er uns jetzt wieder vorbei? Lässt Ricardo uns jetzt durchfahren? Jetzt müsste er eigentlich Blue Flags gezeigt bekommen. Eigentlich müsste Ricardo jetzt die blaue Flagge bekommen. Oder? Eigentlich schon. Wenn Ricardo jetzt 21 ist, dann müsste er jetzt... Ja, die blaue Flagge kriegen. Jawohl. Jetzt bekommen wir beide die blaue Flagge gezeigt, weil Verstappen jetzt hier durchgeht. Verstappen und Ricardo geht wieder durch. Okay. Ricardo rundet sich jetzt zurück. Verstappen... Wir sind einfach von Verstappen überrundet worden. In Runde 26. Aber Ricardo müsste jetzt gleich wieder die blaue Flagge bekommen. Sind jetzt einfach gerade von Hamilton überrundet worden. Hamilton, der eigentlich unser Hauptkonkurrent ist, so gesehen. Mit Mercedes. Und wir sind einfach überrundet. Max Verstappen gewinnt dieses Rennen. Wir sind schon in der letzten Runde, weil wir überrundet sind. Und Ricardo ist einfach das ganze Rennen hinterher gefahren. Und hinter Ricardo kommt Norris an. Aber wir kommen vor Norris ins Ziel auf jeden Fall. Das schaffen wir. Junge, was war das denn für ein Rennen? Ab dem wir uns rausgehauen haben, komplett Chaos. Da war gar nichts mehr zu retten. George Russell, Fahrer des Tages. Also das Wetter und die Strategien haben komplett verrückt gespielt. Das gesamte Team von Red Bull freut sich drauf, einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Und Red Bull mal wieder mit einem Sieg und Max Verstappen holt das Ding. Also dann wird es vielleicht doch nochmal ein bisschen spannend in der WM. Wenn Leclerc Römer, doch nicht alles holt. Aber für unser Team no points. Beide Mercedes mal wieder auf dem Podium. Russell und Hamilton, Junge. Kein Ferrari auf dem Podium. Junge, was ein Chaosrennen. Beide Ferrari haben einfach nicht abliefern können. Schaut euch das mal an, wenn wir hier mal runtergehen. Wir werden 16. leider nur nicht zu retten, dieses Rennen. Carlos Sainz nur 18. Leclerc einfach nur 19. Also wahrscheinlich hat hier die Ferrari-Strategie auch wieder zugeschlagen. Und Nico Hülkenberg hatte einfach 5 Boxenstopp. Genau wie Daniel Ricciardo auch 5-mal. Genau wie Leclerc und Sainz. 5-mal an der Box gewesen. Und damit wird es doch nochmal spannend an der Spitze zwischen Leclerc und Verstappen um die Meisterschaft. Hülkenberg hat natürlich dadurch auch keine Punkte geholt. War wieder Nuller für unser Team. Leider, leider. Aber mal gucken. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal was. Wer weiß. Da sehen wir uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.